Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Buddimann und wir spielen live heute an dem Mittwoch, den 10. Oktober. Ist das richtig? 10. Oktober? Ein Spiel, was mir über diverse Kommentare immer wieder empfohlen wurde, was gepublished wird, unter anderem in Deutschland von Deck 13, ein entsprechend bekannter Game Publisher, was gebaut wurde von deutschen Studenten bzw. dem Game Development Team namens Radical Fish Games. Und das Spiel, was sie rausgebracht haben, ganz frisch, Ende September kam es raus, nennt sich CrossCode. Also vor 2 Wochen ist es rausgekommen. Und das hat erstaunlich viele positive Reviews erhalten. Und ich habe es ehrlich gesagt schon mal runtergeladen und schon mal ein bisschen gespielt, die erste halbe Stunde. Aber ich nehme euch direkt mit auf die Reise und das wird jetzt gleich einfach passieren innerhalb der nächsten 2 Stunden. Den Chat mache ich auch irgendwann gleich nochmal an, aber wir machen jetzt einfach mal direkt los. Einfach direkt live rein. Wenn ihr noch dabei wart und live dabei gewesen seid, wie Denzel gerade eben, eine sehr, sehr schwierige, den neuen Super-Hardcore-Modus in RimWorld gespielt hat, das wird so ähnlich werden, glaube ich. Man weiß es nicht. Wir testen es einfach mal. Also, CrossCode, und wir springen einfach direkt ins Spiel rein. Mal gucken, was uns erwartet. Los geht's. Bento-chan. Aha, Initialisiere Avatar. Okay. Das Ganze ist ein modernisiertes 2D-RPG. Im alten Stile gehalten, aber mit neuen Physik-Effekten und das Ganze ist entsprechend groß aufgebauscht worden. Mal gucken. Ist memevoll ein MMO, aber ist es ein Singleplayer? Mal gucken. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist der? Shizuka, ich muss dich bitten zu gehen. Also haltet ihn hier fest. Was fällt euch ein? Die Zeit drängt, wir haben keine Wahl. Ihr entführt also einen Todkranken und lasst ihn schuften, bis er stirbt. Ist das euer Plan? Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen und kommt mir ja nicht in die Quere. Alles klar. So, ich bewege mich. Noch kann ich nichts anderes machen, außer mich zu bewegen. Ich spiele mit dem Gamepad. Man kann das Ganze auch recht komfortabel mit Maus und Tastatur spielen. So viel habe ich schon mitbekommen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zu ihm lassen. Ach ja? Hoppala. Ausweichen und... Okay, damit weggehen. Und draufhauen, Junge! Bam! Okay, man kann dashen. Man kann draufhauen. Alles recht intuitiv. Boah! Geiler Effekt. Da musst du schon mit was Besserem kommen. Also, Tutorial, das Ganze. Wir spielen, lernen erstmal so ein bisschen die Basics kennen. Jetzt kann ich schon mal dashen. Und wir spielen scheinbar Lea, einen Avatar, der irgendwo hingemordet wurde. Du weißt, dass er es auch so will. Sicher, das würde euch gefallen. Du willst scheinbar nicht hören. Oha. Kälte-Elementar? Wie einfallsreich. Okay, jetzt habe ich ein Feuer. Scheinbar ist das auch. Ups. Mein Avatar scheint Power zu haben. Schwach gegen Hitze, wie überraschend. Hey Ruffy, du bist der Geilste. Dankeschön. So. So, und weiter geht's. Wenn du ihn jetzt störst, wird all seine harte Arbeit umsonst sein. Tu das nicht. Und? Es hätte erst gar nicht so weit kommen dürfen. Ah gut, und immer weiter kämpfen. Ja. Genug jetzt! Ihr könnt es einfach nicht lassen, oder? Passt genau auf. Okay. Aufladen. Und loslassen. Boah! Bamsel! Alles weg. Ihr könnt mir so viele Gegner in den Weg stellen, wie ihr wollt. Die Levelgrenze hier ist nicht gerade auf eurer Seite. Und weiter. Okay. Die geht steil. Dieser Avatar scheint gut zu sein. Pinker Pete, ich habe Hilda nicht gesehen auf Netflix. Nein. So, was ist hier los? Wir sind jetzt in irgendeinem Gemäuer. Ich kann hier nichts tun. Ich gehe weiter den vorgefertigten Weg, denn dies ist eine Tutorial-Mission am Anfang. Okay. Satoshi! Schwester! Hör sofort auf mit den Bitcoins! Was tust du da? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Du sollst dich einfach nur ausruhen. Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Aufgabe. Ich habe dir doch von der Abmachung erzählt. Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Nein, ich will das nicht. Satoshi, hör auf! Es ist vollbracht. Nein! Shizuka, es tut mir leid.
Es tut mir so leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Sprich mir bitte, dass du von hier verschwindest. Bitte. Geil. Herzlich willkommen zu Crosscode. Und damit herzlich willkommen zu Crosscode. Chat, ihr könnt gerne schreiben, ob ich das Ganze vorlesen soll oder nicht. Ich persönlich finde es immer angenehmer. Aber wenn jetzt zu viele Leute da im Chat sind, die sagen, oh Gott, das nervt, lass es einfach. Hä? Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. Willkommen. Ein Problem mit der Sprachsynchronisation? Fragen wir den Chat. Offensichtlich, irgendetwas musste ja schiefgehen. Ja, aber du verstehst mich, korrekt? Mhm. Gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung, lass uns klein anfangen. Erinnerst du dich an VIPs? VIPs? Was sind wir? VIPs? Virtual Ricochet Projectiles? Bälle? Mhm. Gut, du scheinst dich daran zu erinnern. Carla, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. Verlesen. Ja, danke. Kennst du nicht. VIPs sind dein wichtigstes Werkzeug und zugleich eine Waffe. Sie sind quasi wie Bälle. Deine Aufgabe besteht nun darin, alle Roboter mit VIPs zu treffen. Okay, dann schieß mal los. Oder wirf. Genau. Ich steuere das Ganze über den rechten Analogstick. Gut gemacht. Lass uns die Übung wiederholen, nur um sicher zu gehen. Nun aus größerer Distanz. Also da muss ich sagen, wie ich bereits gesagt habe, ich habe es ganz kurz mal angespielt über Maus und Tastatur. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen fixer drin. Das ging alles ein bisschen intuitiver von meiner Hand ab. Sehr gut. Als nächstes aktivieren wir den Charge Mode. Charge Mode aktiviert. Durch längeres Zielen kannst du die Bälle aufladen. Lass uns sofort testen. Es geht. Alles klar. Der Charge-Mode erlaubt es dir, größere VIPs zu werfen. Okay. Aufgeladene VIPs prallen zudem von Wänden ab. Zap, das ging jetzt schneller als gedacht. Scheinbar rede ich wieder zu viel. Gut, genug geübt. Jetzt sollst du wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Carla, wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Ich bin der kleine Asiate aus den Goonies. Der wollte ich immer sein. Lieber Dudorino. Hallo, Liebes. Willkommen in unserem gemütlichen Frachtraum. Ich bin Carla. Schön, dich kennenzulernen. Bist wohl schüchtern, hä? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation. Sie kann uns aber verstehen. Echt jetzt? Können wir das beheben? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir das noch anschauen. Ja, egal. Ich bin mir sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation und so. Genau so. Aber ich würde schon gern deinen Namen wissen. Sergei, kannst du uns da aushelfen? Sicher. Ihr Name ist Lea. Lea? Hübscher Name. Also dann, Lea, kannst losgehen? Wir wissen, wir müssen dich für das, was kommt, in Form bringen. Du weißt schon, Bälle werfen und so. Ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mir nach! Und weiter geht es mit dem Tutorial. Wir laufen Carla hinterher. So. Gut, legen wir los. Deine Aufgabe ist es, zur Tür am anderen Ende des Raumes zu kommen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe aber in deiner Nähe, falls du mich brauchst. Na, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Brauch ich nicht! Rauf, Junge! So, was ist hier? Kann ich das hauen? Nee. Zap, mach dir nichts draus. Wir werden es dir später erklären, okay. Einmal rüberspringen, so. Hier kann ich nichts machen. Ja, vielleicht brauche ich doch Erklärung. Komme ich da durch? Okay, wie doof ich bin. Das hatte ich doch schon mal. Ah, okay. So einfach. So. Alles wegblatzen hier. Zap.
So, das hier ist schon mal fertig. Das ist fertig und jetzt hier noch. So, und den letzten noch. Also ein paar einfache Rätsel. Das wird auch hier oben so gelöst. So, nochmal hoch. Also es gibt verschiedene Ebenen, die man hier beachten muss. Und die erste Tür ist frei. Carla lasse ich jetzt einfach mal links stehen. Also für eine Studentenarbeit ist das schon ziemlich charmant. Radical Fish Games kann ich empfehlen. Geht mal auf die Seite. Die haben sehr sympathische Texte geschrieben, finde ich. Die meisten, gegründet wurde das von Stefan Klein und Felix Lange, so heißen die beiden Kollegen, und die haben ein sehr sympathisches Team. Relativ viele Musiker im Team, was ich interessant finde, aber auch schön finde und gut finde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie studieren. Ups. Okay, warte mal, da muss ich erstmal hier lang. Aber die sind auf jeden Fall noch dabei, ihren Abschluss zu machen, und das sieht doch schon mal echt ganz schön vernünftig aus, was die Kollegen bisher hier fabriziert haben sollen. Zack. Stefan Klein, Felix Lange. Habe ich das falsch gesagt? Ist das richtig? Die kommen aus Hannover, schreibt Sempron. Dankeschön für die Infos. Ich muss unweigerlich auch an Crossing Souls denken, das kenne ich nicht. Ah, endlich mein Lieblingsraum. Hier kannst du jetzt mal an den Robotermäusen so richtig sauer auslassen. Quasi Schießübungen mit beweglichen Stil. Viel Spaß! Okay. Genau, ich baller jetzt einfach mal hier rum, ne? Einmal aufladen hier. Ah, ich muss. Boah. Okay, einmal hier alles durchballern. Dann muss ich hoch. Zap, zap. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. 2 Stunden haben wir. Ich habe insgesamt ungefähr. Ich habe das Tutorial sozusagen schon durchgespielt. Das sind wir dann auch gleich. Und dann schauen wir uns das Ganze halt noch weiter an, ne? So, meine Mäuse. Über sind Mäuse! Ja, ich gehe mal hier auf Dauerfeuer einfach. Wobei. Ups, Halle. Und auf dem Boden sieht man immer eine Markierung, eine Anzahl, wie viele Mäuse ich wegknattern muss. 10 Stück hier oder was? Ja, einfach drauf. Scheinbar gibt es hier auch keine. Also mir selber kann so nichts passieren. Da hat jemand einen wirklich Spaß beim Aufbauen gehabt, ja. Na komm. So, kann ich hier noch irgendwas ändern? Da oben? Nö. Schwupp, 2 Stück noch, da sind sie. Kaputt! So. Stefan Lange, Felix Klein. Ich hab's falsch rum gesagt, oder was? Ach, was weiß ich denn. Okay, Radical Regiden, dann nicht spoilern. Ach so, krass, sind Leute vom Team im Chat. Das wäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Guten Tag, herzlich willkommen. Daniel Budimann ist mein Name. Ich spiele jetzt euer Spiel. Scheinbar seid ihr im Chat. Guten Tag. Ey, nicht so voreilig. Zuerst eine kleine Warnung. Hier kriegst du jetzt mit echten Gegnern zu tun. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Hä? Versteht mich nicht falsch. Die Gegner hier sind so Pillepalle. Falls du doch besiegt werden solltest, startest du hier wieder von vorn. Ja, das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist. Dann tret ihn mal ordentlich in den Hintern. Einen Moment noch. Lass mich das Dash-Modul aktivieren, bevor wir in den Kampf starten. Dash aktiviert. Dash ist essentiell beim Kämpfen. Es hilft dir, jederzeit gegnerischen Angriffen auszuweichen. Und du hast ihn gehört. Geh hier rechts durch und verteil mal ein paar Schritte. Alles klar. Fort. Twark. Snap. Ja, brauche ich nicht. Wo sind denn hier? Wo? Wo seid ihr denn? Ja, ja, ja. So, so, so. Einmal aufladen. Bats! Okay, nice. So, 3 neue kommen. Zack, zack, zack. Bisschen Spam. Bisschen Dashen. Nahkampf kommt auch noch dazu gleich. Plotz! Fertig. So. Das könnte sogar echt ein Spiel für Budi sein. So ein bisschen für, zum Zwischen den Zeilen lesen. Was? Ja, das weckt wirklich Erinnerungen. Bäh? Da gibt's hier irgendwas Lootiges? Wahrscheinlich nicht. Carla steht schon wieder an der nächsten Tür, also rein da. Erinnert mich an Enter the Gungeon. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Produktion ist. Nice.
Ey, du Überflieger, atme mal für eine Sekunde durch, okay? Wird Zeit, deinem Waffenarsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Durch Klingen. Siehste, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Sergei, bist du soweit? Ja, Virtual Proximity Impact bereit. Gut, mit diesen Nahkampfangriffen, genannt VPI, kannst du schnell mehrere Ziele gleichzeitig aus dem Weg räumen. Nur die, die in deiner Nähe sind, ist klar, oder? Messerscharfer Verstand, dann schlag jetzt erstmal den Weg hier frei. Fort, weg! Und blotz, blitz, blitz, blotz! So, alles durch. Warte noch mal eine Sekunde. Ja, ich weiß, jede Pause ist ein vergeudeter Schlag. Trotzdem solltest du wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Also kannst du deine Gegner verschwarten, ohne dass sie sich wehren können. Klingt dufte, was? Also schnapp sie dir. So, kaputt. Schnell weiterziehen. Nochmal. Flop, 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 flop. Ein bisschen. Flop, 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 flop. Also, gameplay-technisch macht das natürlich Spaß, hier einfach drauf zu hauen, ne? So viel kann ich auch schon mal sagen. So, ich feg hier einfach durch. Ich habe gelesen, ich habe schon versucht, mir jetzt nicht zu viel von dem Spiel im Vorfeld reinzuzimmern, aber es gibt wohl verschiedene Modi, die man spielen kann. Es gibt halt auch so etwas, wo du einfach sehr viel Hack and Slay im Vordergrund hast. Es gibt wohl eine Art Open World, scheinbar. Mal gucken. Und Ziellinie erreicht. Glückwunsch. Alter, warst du schnell. Echt jetzt. Als ob du die Grundlagen nie vergessen hättest. Oh Mann, du guckst immer noch so planlos aus der Wäsche. Ich denke, es ist langsam Zeit, dass wir die Umstände erklären. Darauf kannst du leiden lassen, aber lass uns vorher noch ein Päuschen machen, okay? Ich muss dem Captain noch Bericht erstatten, er will ja auch kennenlernen. Gute Idee. Lass Jet lieber nicht zu lange warten. Folgt mir. Also, was ist bisher passiert? Wir sind Avatar, wir können nicht reden, unser Name ist Lea und wir haben scheinbar eine Vergangenheit und kriegen jetzt gerade die Basics des Kampfes wieder drauf. Dann mal rauf zur Brücke. Aha, ach ja, mach dir keinen Kopf, wenn der Captain ein bisschen grummelig ist, der ist immer so. Und weiter. Captain, melde mich zurück mit einem Bericht. Verstehe, ich höre. Die Einführung war ein Kinderspiel. Hier ist der Avatar. Lea heißt sie. Ei, die Dänen ist schwer zu übersehen. Hoffentlich hast du mein Schiff mit deinen Hörnern nicht demoliert. Nee, oder? Sag nicht, dass dir die Dinger jetzt erst aufgefallen sind, Lea. Seht jedenfalls zu, dass ihr die Unordnung in den Frachträumen wieder in Ordnung bringt. Und zwar Dully. Jawohl, Captain. Ich hoffe, Sergei ist zufrieden. Ist er hier? Ja, lass mich eben fix dein Headset einstellen. Sei gegrüßt, Jet. Alter Hauding, lang ist's her. In der Tat. Wie ich sehe, schwörst du immer noch auf dein Jetpack? Du weißt doch, ich würde nie ohne die gute alte Betty in See stechen. Ich hoffe nur, ihr beide seid bald soweit, eure Reise fortzusetzen. Ein Avatar an Bord zieht das unglückförmlich an. Natürlich, es wird nur ein kurzer Aufenthalt bleiben. Mensch, Captain, was für eine Art Begrüßung soll das denn sein? Ich dachte, wir reden hier im Jet mit dem ehemaligen VIP-Duell-Champion, der uns immer von seinen unschlagbaren Angriffstechniken aus der alten Zeit erzählt. Wie wär's, wenn du Lea eine kleine Lehrstunde gibst? Ihr wollt mir sagen, dass die Halbportion hier für ein kleines Gefecht zu haben ist, worauf du wetten kannst. Nun gut, wir werden sehen. Sprecht mich nachher nochmal darauf an. Alles klar. Also dann, ihr könnt gehen. Du kannst der Dern das Schiff zeigen, aber macht mir hier keinen Unfug. Zu Befehl, Captain! komm, Lea, Zeit für etwas frische Luft. Willkommen an Bord der MS Solar. Ziemlich beeindruckender Kahn, was? Der Ausblick hier ist schon ganz nett, aber nichts toppt die Sicht vom Bug aus. Wir steuern nämlich gerade auf Wombo Square zu. Das macht wirklich was her. Nun, warum gehen wir nicht zum Bug und erklären Lea dort die Lage? Wenn sie Wombo Square einmal sieht, wird sie wissen, was du meinst. Gute Idee. Mir nach, Lea. Dann folge ich einfach dahin. Zack. Game verlesen live, ja. Danke, Gia, ja. Da ist sie, der Avatar! Und sie gehört zur Spheromancer-Klasse. Wie geil ist das denn? Sieht so aus, als hättest du deinen ersten Fan. Deinen ersten Fan, Lea. Hallo Carla, schön dich zu sehen. Was die seltsamen Kisten hier angeht. Ja, ich weiß, ich soll die endlich mal aufräumen. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal um Avatar. Ich erlege das im Laufe des Tages, ja? Man sieht sich! Und schon ist sie wieder weg. Genau das gleiche hat sie gestern schon gesagt. Ein Spheromancer? Der Wahnsinn! Der Bug ist da hinten. Ist ein Stück bis dahin. Mir nach!
Oh, guck mal, hier ist ein Roboter. Carla, was sollte denn eigentlich diese ganzen zerstörbaren Kisten in diesem Raum? Ach, weißt du, ich habe ein bisschen an Dingern geübt. Hätte ich wohl irgendwo anders machen sollen. Die ist aber fix, die Carla, ne? Hier, Lea, jetzt schau dir das mal an. Okay, wo fangen wir an? Wie wär's damit? Willkommen in Crossworlds. Ein Schritt nach dem anderen, Carla. Lea, du erinnerst dich an das Konzept eines MMO? Jo. In Ordnung. Crossworlds ist wie ein MMO mit einem entscheidenden Unterschied. Die Welt dieses Spiels ist nicht virtuell, sie ist real. Alle Spieler sind durch spezielle Avatare mit dieser Welt verbunden. Diese Avatare haben eine physische Gestalt und sind eng mit allen fünf Sinnen des Spielers verbunden. Und du, Lea, bist auch gerade in diesem Spiel eingeloggt. Oh, ich? Nee, ich bin keine Spielerin. Ich arbeite hier nur. Um genau zu sein, bist du der einzige Avatar hier auf dem ganzen Schiff. Das stimmt. Dieses Frachtschiff gehört zum Wartungspersonal von Crossworlds. Das eigentliche Spiel findet auf dem Festland dort drüben statt, auf dem Spielplatz. Der Grund, warum du hier bist, Lea, ist, dass du keine reguläre Spielerin bist. Du hast dein Gedächtnis verloren und wir versuchen, es wiederherzustellen. Du musst wissen, dass dies nicht dein erster Besuch in diesem Spiel ist. Es besteht die Chance, dass du dich durch das Spiel an deine Vergangenheit erinnerst. Und deswegen versuchen wir, dich so schnell wie möglich auf den Spielplatz zu bringen. Genau, und diese gläserne Palast da, von einer Stadt da, ist dein Ziel. Sword Art Online, ja genau. Das ist Rombo Square. Dort starten alle Spieler. Spannend. Jetzt hast du schon etwas mehr Durchblick, was? Gut, dann wird's jetzt Zeit, dass wir uns fürs Erste trennen. Ich muss nämlich dem Captain helfen, dein Kampftraining vorzubereiten. Du kannst dich in der Zwischenzeit auf dem Schiff umsehen, wenn du willst. Die Mannschaft weiß Bescheid, ist dir aber wahrscheinlich schon aufgefallen, ne? Du findest mich später beim Captain. Man sieht sich, pass auf, dass du dann der Reling nicht den Sittich machst. Aha. Übrigens, Lea, ich habe mir das Problem mit der Sprachsynchronisation einmal genauer angeschaut. Ich befürchte, dass ich es nicht so schnell beheben kann. Ich habe allerdings eine Notlösung gefunden. Ich könnte einige Sprachmuster fest in dein Sprachmodul einprogrammieren. Das heißt, du würdest bestimmte Wörter beherrschen. Das sollte etwas helfen, korrekt? Also, lass es uns versuchen. Hi, 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 hi. Es funktioniert. Jetzt hast du zumindest einen Gesprächsöffner für die Besatzung hier. Ich kann nicht reden, wäre vielleicht... Wäre sinniger gewesen. Sag ich mal. Gibt's das Spiel auf Switch? Soweit ich weiß, nein, nur PC. Aber wer weiß, was da passiert. Es ist ja relativ frisch draußen und die Switch hat sich ja schon deutlich als kleine, feine Indie Plattform Handheld gemausert. So, machen wir weiter. Schön, dass ihr im Chat so aktiv seid. Wenn ich immer hier so ein bisschen in diese Richtung blicke, dann gucke ich auf den Chat. Ansonsten versuche ich natürlich jetzt so weit wie möglich zu kommen. Hi! Tau, du bist ein Besucher, stimmt's oder habe ich recht? Ja, kein Grund, schüchtern zu sein. Wir Seemänner sehen zwar rau aus, sind in Wahrheit aber ganz entspannt. Willst du wissen, was ich hier mache? Ich überprüfe gerade die Solarmodule hier. Sie sind unsere primäre Energiequelle, sollten also besser funktionieren. Andernfalls bewegt sich unsere gute alte MS Solar kein Zentimeter. Glaub mir, die Erfahrung auf dem Ozean festzusitzen, willst du nicht machen. Scheinbar hat er gar nicht bemerkt, dass du ein Avatar bist. Nun ja, das menschliche Aussehen ist ziemlich überzeugend. Junge, ich weiß, du bist neu hier, aber geh die Sache hier ein bisschen lockerer an. Wieso? Nur weil ich mit dem Putzdienst so schnell fertig war? War doch nicht viel. Naja, wenn du weitermachst, fällt das auf. Soll ich denn jetzt... Ja, jetzt bin ich natürlich am überlegen, ob ich jetzt die ganzen Dialoge mit reinnehme. Und das ist aber eigentlich auch spannend, gerade wenn man frisch in ein Spiel geht. Ich glaube, ich mache das jetzt gerade noch ein bisschen. Ah, sieh an, du musst dieser Avatar sein, stimmt's? Na, dann willkommen auf der MS Solar. Wenn du dich etwas über das Geländer lehnst, müsstest du sogar den Namen des Schiffs sehen können. Hey, pass auf, dass du nicht ins Meer fällst. Soweit ich weiß, können Avatare nämlich nicht schwimmen. Aha. Ups, ich bin aus dem reingerannt, das wollte ich nicht. Ah, Frau Avatar ist zurück. Hi. Wow, sie spricht mit mir. Alter, komm mal wieder runter. Carla ist jedenfalls gerade wieder an uns vorbeigelaufen. Sie hat gesagt, dass du dich um die ganzen Kisten hier kümmern könntest. Also wirklich, ist das jetzt zu glauben? Jetzt schiebt sie ihre Arbeit auch noch auf unsere Gäste ab. Nun, du hast sie nicht unrecht. Die Kisten zu zerstören ist mit ihren Avatar-Waffen wahrscheinlich ein Klacks, stimmt's? Mhm. Fantastisch. Das würde ich gern sehen. Aber übernimm dich nicht, du bist nach wie vor unser Gast. Du würdest uns damit aber wirklich sehr helfen. Also, werden sie die Kisten für uns vernichten? Jupp. Jawohl, wir wollen Bälle sehen! Okay, dann schieße ich jetzt mal Bälle ab hier. Erstmal Schwarz.
Hier alles wegsnibbeln. Hier auch wegschnoddelt. Frotzeln. Hier mal hoch oder was? So. Ja, ich schieß gleich Bälle. Achso, hier, guck mal. Das, da muss ich schlauer sein. Da muss ich jetzt nämlich hier so. Und hier auch. Nee. Okay, wie. Haha! So viel zu schlauer sein. Ihr seht gerade, dass ich hier. Das sind so Metalldinger. Also Mini-Rätsel gerade. Was sieht, wenn ich hier oben drauf bin? Das bringt nichts. Ah, okay, ich kann hier. Okay, das ist natürlich noch einfach. Ich kann einfach hier rüber springen. Haha! So, dann kann ich hier rüber das hier klären. Zack. Das kann ich hier rüber klären. Okay, hier komme ich jetzt nicht rauf, oder was? Hoppala. Einfach mal so weglösen, ne? Also kleinere Mini-Rätsel hier um die Ecke denken, aber das ist ja alles noch relativ human. Oh nein. Oh, oh, alles wieder hoch. Da habe ich da gerade noch das Maul groß aufgemacht. Zap. Zap. Potz. Fertig. Alles erledigt. Wirklich beeindruckend, wie schnell die Bälle geflogen sind. Und wovon redest du überhaupt? Ich habe keine Bälle gesehen, nur wie diese Kisten aus irgendeinem Grund verschwunden sind. Tja, du musst diese AR-Brille tragen, um sie sehen zu können. Die Bälle und ihre Durchschlagskraft sind halt virtuell und so. Ach so, deswegen trägst du auch schon den ganzen Tag lang diese alberne Brille. Albern, Fräulein, du hast keine Ahnung von gutem Stil. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, Dankeschön für die Hilfe. Genau. Vielen Dank, Frau Avatar. Kein Problem, ich will Loot, gib mir Loot. Ah, okay, jetzt können wir also Obergeschoss, Kajüten, Obergeschoss, Kajüten, Brücke, Untergeschoss, Frachträume. Da waren wir. Ich werde jetzt mal nicht irgendwie noch oben auf Deck rumdödeln. Ich probiere es mal. Aktuell PC, warte mal, was stand hier gerade? Von wegen, wie, wo das Spiel rauskommt, das war doch gerade, habe ich im Chat hier gesehen. Vielleicht war das ja schon wieder einer der, bald PS4, Herpes der Götterbote schreibt das. Ja, Konsole, PS4 ist angekündigt, wir arbeiten auch an anderen Versionen. Genaueres wird zur gegebenen Zeit angekündigt werden, rechnet aber nicht vor 2019 damit, schreibt Mr. Rovanism. Mr. Rovanism scheint, ich leite hier nur die Aussagen vom Publisher aus dem YouTube-Chat weiter. Ah, alles klar, genau, wer vielleicht zum ersten Mal bei uns im Chat ist, wir haben einen Super-Chat entwickelt, der einfach den Twitch-Chat und den YouTube-Chat mercht. Und auf den greife ich gerade rein. Das heißt, wenn ich gewisse Sachen vorlese im Chat und ihr seht den aber im Twitch-Chat oder im YouTube-Chat nicht, dann wird es sehr wahrscheinlich eine Information der anderen Plattform sein. Und so ist das. So, ich bin jetzt hier im ersten Obergeschoss. Hier gibt es Kajüten, hier sind sehr viele andere Leute. Und ich bin Lea, ein Avatar. Kann Bälle schießen, kann das einzige Wort, was ich sprechen kann, ist Hi. Und wir sagen jetzt mal ganz kurz Hi zu einer kleinen Werbung, aber danach geht's weiter mit CrossCode live heute am 10. Oktober auf Rocket Beans. Bis gleich. Willkommen zurück zu CrossCode. Wir spielen live heute am Mittwoch, den 10. Oktober. CrossCode, einem Spiel von Radical Fish Games, einem deutschen Konglomerat an Videospielenthusiasten, die jetzt gerade auch in diesem Moment sowohl im Twitch als auch im YouTube-Chat sind. Sie scheinbar freuen, weil sie früher auch mal Game One geguckt haben. Hättet ihr mal was anderes gemacht, dann würdet ihr jetzt nicht ein sehr hochgelobtes Videospiel draußen im Markt haben. Dann wärt ihr jetzt vielleicht Landschaftsgärtner. Wir gucken ganz kurz auf die Seite drauf, weil ich finde das immer nett, ne? Videospiele selber bauen, denkt man, ist vielleicht zu komplex. Irgendwann gibt es aber Leute, die fangen einfach an und bauen das, egal ob das 7 Jahre oder 2 Jahre oder wie auch immer gedauert hat. Und das sind die Leute, die, ich muss mich so runterbeugen, weil sonst mache ich irgendwas kaputt. Hör auf jetzt, ey. Mann, Paul, ey. So, das sind sie. Da, Felix Klein, Stefan Lange, 2, Dennis Akebulu, der ist auch im Chat, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Florian mit einem sehr, sehr krassen Namen und Martina Brudel, Henning Hartmann, Thomas Fröse und Daniel Tillmann, als auch Fabrice Magdans für Concept Art. Spannend, wirklich spannend und ich finde sowas immer geil, wenn
Guten Tag. Wenn die Leute dann auch wirklich mit am Start sind. Ihr habt gerade auch den Teaser gesehen zu dem Beans Jam. Bevor ich wieder in das Spiel reinspringe, wenn ihr Videospiele gern habt, wenn ihr welche konsumiert, wenn ihr vielleicht auch selber mal gedacht habt, ey, es machen gerade so viele Leute irgendwelche Videospiele. Jeden Tag kommen auf, nicht nur zuletzt auf Smartphone-Märkten, auf App-Stores 400 Millionen Spiele gleichzeitig raus, jeden Tag. Guck dich das am Wochenende mal an. Beans Jam fängt wieder an, Freitag geht's los. Wir werden ein Team hier haben. Ich muss nur ein paar Leute zurückrufen, weil ich eine ganz eigene Idee habe für ein Spiel. Mal gucken. Guck dich das an und wer weiß, vielleicht endet ihr dann in 7 Jahren, so wie die lieben Leute von Radical Fish Games, die ich noch gar nicht so viel loben möchte, weil wir springen zurück ins Spiel. Vielleicht ist das Spiel ja auch gar nicht geil. Das wissen wir ja nicht. So. Ich habe gerade eben schon mal in den Optionen noch mal kurz geguckt und das finde ich, guck mal, ne, das ist echt sehr, sehr nett. Also alles ist schön clean, es ist alles slick, man kann recht viel einstellen und alleine hier das hier ist übrigens sehr, sehr angenehm. Finde ich gut. Leute haben sich viele Gedanken gemacht. Entschuldigung. Ich lese gerade noch eine Frage, wann geht's weiter mit The Forest, mit dem Nils? So bald wie möglich, Leute. Jetzt aber spielen wir CrossCode. Also, zurück zum Spiel. Wir sind Leia, ein Avatar. Wir spielen CrossCode und sind relativ frisch im Spiel. Diese Figuren stehen hier und ich bin mir nicht ganz sicher, was sie tun. Auf jeden Fall. Oh, ist das der Boss? Nee. Doch, Carla und der Kapitän. Hi. Ey, du sprichst ja. Hast du endlich deine Stimme zurück? Hi. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Ihre Sprachsynchronisation funktioniert immer noch nicht richtig. Ich konnte lediglich das Wort Hi in ihr Sprachmodul fest einprogrammieren. Das ist alles, was sie im Moment kann. Ich arbeite noch an weiteren Worten. Verstehe. Besser als nichts. Jedenfalls haben der Captain und ich dein Kampftraining ausgetüftelt. Wir sind so gut wie fertig, stimmt's? Ei, das dürfte interessant werden. Also dann, ich verziehe mich auf meine Kabine, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Bin so gut wie fertig. Bleib einfach beim Captain, okay? Man sieht sich. Ei, komm zur Brücke, wenn du bereit bist. Aber sei vorbereitet, ich erwarte uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ist ja was streng. Ihr beiden da! Achte darauf, die Küche nach dem Kochen sauber zu verlassen. Verstanden? Zu Befehl, Captain. Ja, als ob wir es vergessen hätten, seit er es uns das letzte Mal gesagt hat. Hm, war das nicht erst gestern? Ja, ein bisschen extra streng hier, der Kollege, ne? So, was ist das hier? Badezimmer, Toilette. Da kommt man aber nicht durch. Es ist leider echt ein Tick, ne? Aber egal in welchem Spiel, ich muss gucken, ob man irgendwie was kaputt hauen kann. Es ist einfach ein blöder Tick, aber es geht hier nicht. Ich würde gerne eine Frage stellen in den Chat, und zwar, welche Engine ihr benutzt habt. Also, ich habe mitbekommen, dass einige von dem Team von Radical Fish Games immer an Bord sind. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Euer Spiel wird international extrem gut aufgenommen. Das Spiel ist jetzt ganz frisch draußen seit dem 27. September, meine ich. Oder 26. September. Was war das? IGN Japan hat irgendwie 95 gegeben als Bewertung. Viele sehr, sehr positive Metacritics. Was für eine Engine habt ihr benutzt? Ich muss einmal. Ist eine eigene Engine, schreibt Herpes der Götterbote. Und ich bin mir nicht sicher, Herpes der Götterbote, ob du jetzt. Ich weiß es nicht. Bist du jetzt. Bist du. Ich weiß es nicht. Das ist ein guter Nickname, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. So, alles in HTML. Ach ja, das Spiel basiert auf einem Framework namens NWJS, aber das ist quasi alles eigen. Okay, okay. Ja, das ist eine eigene Engine, Radical Rigiden schreibt das. Okay, so, Dankeschön. Für alle Leute, die das jetzt sehen wollen und vielleicht ein bisschen mehr Kontakt haben, einfach vielleicht in den Chat schreiben. Da scheinen ja Devs zu sein. Kann nicht reden, muss respawnenden Endgegner besiegen. Oh, guck mal, der zockt was. Was ist das für ein Spiel? Oh, ich dachte, dieses Spiel wurde eingestellt. Was ist denn das für ein Spiel? Versuch's gerade irgendwie herauszufinden. Hm. Dammig! Na gut, das Spiel scheint ihn ziemlich zu fesseln. Wir lassen ihn lieber in Ruhe. Ich weiß, dass hier irgendein geiles Easter Egg lauert, aber ich hab's nicht gerafft. Ein JRPG ist es, okay. Naja. So.
Ich gucke weiter, hier sind bestimmt wieder Duschen, alles klar. Viel Liebe, was das hängt hier ab? Irgendwas Besonderes? Nope. Ich guck mir das trotzdem an, da ist Carla in ihrem Zimmer, hier ist noch wer. Oh, du musst der Avatar sein, von dem uns der Captain erzählt hat. Hi! Nun schau dich ruhig auf dem Schiff um. Es ist eines der kleineren Schiffe der Solarklasse, aber es erfüllt seinen Zweck. Du hast also den Raum drüben schon gesehen? Ignoriere ihn. Normalerweise muss jeder Raum sauber sein. Aber irgendwie schafft sie es jetzt, Jets-Kontrollen zu entgehen. Ach hier, ne, Carla. Alles ist dreckig hier, guck mal. Ey, Lea, hoffe, du lässt den Captain nicht warten. Moment, Carla, ist das dein Raum? Sicher, stimmt was nicht? Wie kann das sein? Wie kann was sein? Dass deine Kabine so aussieht. Ich habe nichts gemacht. Ja, sehe ich. Ich frage mich, wie Jet diesen Raum übersehen kann. Ah, verstehe. Tja, das wüsste sie gern, was? Ich werde dich aber noch ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. Der Captain wird sicher langsam ungeduldig. Lass mal lieber auf die Brücke gehen. Yo. Was? Bist du nicht auch neugierig, Lea? Na gut, dann lasst uns gehen. Dann gehe ich jetzt mal los und kämpfe gegen den Kapitän. Okay, Radical Regiden ist im Twitch-Chat und Teflora auch. Also beide sind Entwickler und sind beide im Twitch-Chat, habe ich gerade gelesen. Und Herpes, der Götterbote, ist nur ein Bäcker des Spiels. Okay, hat sich das geklärt. So, was geht hier? Du bist dieses Avatar-Mädchen, vor dem wir gewarnt wurden, richtig? Tut mir leid, aber ich muss das Radar im Auge behalten. Aha, und wurde gewarnt. Da bist du ja. Es ist höchste Zeit für dein Kampftraining. Bereit? Yes. Gut, auf zum Balkon. Direkt platt machen und das Schiff übernehmen. Und nur mit den Worten Hi steuern. Da wären wir. Carla, bist du fertig da oben? Jawohl, Captain. Brille nicht vergessen. Oi. Ach, das weckt Erinnerung. Also gut, fangen wir an. Mir wurde berichtet, du beherrschst die Grundlagen bereits. Und davon will ich mich selbst überzeugen. Carla, Zielroboter startklar machen. Zeit für einen alten Bekannten. Jetzt, Zielroboter. Hör gut zu. Ich will, dass du den Roboter 10-mal aus der Distanz triffst. Und zwar schnell. Verstanden? Nickt. Ja, ja. Hi. Wie ich erwartet habe, die Hälfte der Bälle flog daneben. Du musst also noch lernen, richtig zu zielen. Ich zeig dir, wie man das richtig macht. Pass auf. Siehst du die gepunktete Linie? Das ist der Wurfradius. Wenn ich jetzt werfe, fliegen die Bälle wie wild zwischen den beiden Linien. So werfen Besoffene. Sowas will ich hier nicht sehen, verstanden? Tatsache ist, dass sich nach einigen Würfen deine Präzision im Laufe der Zeit verbessern wird. Genau so. Aber das braucht seine Zeit. Du wirst schneller, präziser werden. Dann konzentrier dich auf das Ziel und hör auf, mit den Bällen rumzufuchteln. Schnell, nicht wahr? Sobald die Linien verbunden sind, kannst du sehr präzise werfen. Siehst du, wie du beim Werfen die Präzision behältst? Sobald die Linien verbunden sind, folgt dein präziser Wurf dem anderen. Aber deine Präzision geht zum Teufel, sobald du zu schnell die Richtung änderst. Ah. Also merk dir, in der Ruhe liegt die Kraft. Nimm dir einen Moment, dein Ziel anzuvisieren, dann kannst du Herzenslust werfen. Also, dann noch ein Versuch. Gut, dann zeig mir, ob du es begriffen hast. Langsam. Wie ich sehe, beherrschst du die Grundlagen tatsächlich. Das erleichtert mir die Sache etwas. Carla, wir brauchen das Geschütz. Zeit für die alte Betty. Als nächstes üben wir den Sprint. Das Geschütz wird jetzt auf dich feuern. Ich will zwei Dinge von dir. Erstens, peil das Geschütz an, aber bewirf es nicht. Zweitens, weiche dem Geschützfeuer aus, ohne dein Ziel zu verlieren. Gut, fangen wir an. Ups. Haha! Denn du musst schneller werden. Du kannst nicht einfach so geschossen vorbeispazieren. Na gut. Da war halt genug ausgewichen. Jetzt zeig mir, wie du dich gegen diesen Angriff verteidigst. Alter, okay. Weißt du nicht, wie man Angriffe blockt? Moment, Chat. Sie weiß es tatsächlich nicht. Ich habe vergessen, ihr Verteidigungsmodul zu aktivieren. Sergei, ist das dein Ernst? Du kannst dir ja noch nicht ohne einen ordentlichen Schild in die Schlacht schicken. Du hast recht, ich aktiviere es jetzt. Guard aktiviert. Gut, jetzt hast du ein Schild. Muss ich dir zeigen, wie man damit umgeht?
Ja? Ah, dann hör gut zu. Hätte ich. Okay, beachte, dass das Schild in die Frontal schützt. Okay, in die Richtung. Okay. Okay, zack. Okay. Jupp. Sehr gut, damit werden wir Grundlagen durch. Zum Anschluss wirst du noch einen richtigen Kampf gegen das Geschütz haben, wo du alles Gelernte direkt anwenden kannst. Da wartet aber noch eine kleine Überraschung auf dich. Vorher gönne ich dir aber eine kleine Pause. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, lass uns das Duell beginnen. Alter, Regen. Okay. Ganz geil. Captain, wir brauchen Sie sofort auf der Brücke. Zum Donnerwetter, was los? Etwas nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Ausgerechnet jetzt. Wir müssen ein Training leider unterbrechen. Die Pflicht ruft. Carla, räumt das Brückendeck hier auf und kommt dann zu mir. Verstanden. Weiß nicht, was hier läuft, Lea, aber du gehst besser auch mit rein. Na gut. Ups, erstmal gegen die Wand. Es ist nach wie vor auf dem Radar und nähert sich mit unveränderter Geschwindigkeit. Keine Funkmeldung, kein Schiff zu sehen. Hagel und Granaten, was ist hier los? Captain, ich glaube, ich habe es auf dem Satellit. Das sollten Sie sich ansehen. What? Super fast. Okay, das ist ganz geil. Was für ein seltsamer Ort. Was für einen seltsamen Ort haben wir denn hier? Aus welchem Loch von Crossworld kommst du denn gekrochen? Das ist ein verdammtes Frachtschiff, du Draufkopf. Und das gehört nicht zum verfluchten Spielplatz, also geh uns hier nicht auf den Sack und zieh Leine. Diese Funktion dieses Ortes ist uns wohl bekannt. Und doch spüren wir die Präsenz eines weiteren fremden Individuums. Das geht dich nichts an. Hau ab und verschwinde wieder in dein Loch, wo du rausgekrochen bist. Törichter Sterblicher, du willst uns Befehle erteilen? Hast du mich gerade Sterblicher genannt, du Narr? Verzieh dich, du Lump, bevor ich Hackfleisch aus dir mache. Du langweilst uns. Wir werden uns nicht länger mit deinesgleichen unterhalten. Oh, im Übrigen haben wir schon, was wir gesucht haben. Hi. Du gehörst nicht hierher. Du musst beseitigt werden. Moment, du kommst mir nur allzu bekannt vor. Aber das ist unmöglich. Gewiss, nur ein bloßer Zufall. Aber wir haben durchaus einen Weg, um Gewissheit zu erlangen. Hey, jetzt hat er mich weggeschmissen, oder was? Oh, Kampfo, Fighto Fighter! Diese Bühne hier wird uns dienlich sein. Es ist Zeit, dich deiner Prüfung zu stellen. Ah ja, Mega Crab. Lass uns sehen, ob du das Original bist. Eine Demonstration deiner Begabung sollte als Beweis genügen. Lea, hörst du mich? Ich bin von der ganzen Sache hier genauso perplex, wie du es bist. Die Situation ist heikel, aber wir holen dich da raus. Akzeptiere Forst deine Herausforderung, um ihn zu beschäftigen. Ich weiß, der Gegner sieht bedrohlich aus, aber hab keine Angst. Der sieht ein bisschen dumm aus, ne? Naja, also, überheblich. Ich bin mir sicher, dass du mit ihm fertig wirst. Ich kann nämlich seine Werte sehen. Sie passen genau zu deinem Level. Okay, dann muss ich mal... Ja, alles klar. Yikes! Ja, voll auf den Sack gekriegt. Ah, okay, der hat... Ups. Ah, okay, Alter. Okay, der zieht aber richtig rein hier. Ah. Okay, ich hab gerade Lebensenergie zurückgekriegt, aus welchem Grund auch immer. Yikes! Ah, okay, ich muss blocken dann, okay. Ey! Ich bin tot! Oh.
Okay, neuer Start. Scheiße. Nein, voll auf den Sack gekriegt. Okay. Krass, ey, aber... Da gibt's aber echt... Wow. Da gab's aber echt gerade hart Damage, ne? Habt ihr das gesehen? Also richtig hart. Autsch. Okay, ich muss auf jeden Fall raffen. Ich dashe immer, indem ich noch ziele. Das macht mich langsamer. Das habe ich gerade falsch gemacht. Hat eben ein bisschen schlauer geworden. Schauen wir mal. Das bringt auch gar nichts. Au. Alter. Aua, aua, aua. Oh, hart auf den Sack gekriegt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Krieg ich dich durch jetzt? Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Einmal noch. Jawohl. Level up. Okay. CP, Max HP, Angriff plus 1 Verteidigung. Nice. Okay. Freigeschaltet, wahre Geschichte. Das sieht nach Rollenspiel aus. Ja, Musik glaubt, wer dann nett. Sonst macht, glaubt, häufig einiges an Stimmung aus, schreibt der nette Erich, okay. Diese gewandte Drehbewegung gibt es auf dieser Welt kein zweites Mal. Wahrlich, es besteht kein Zweifel. Wie lange ist es her, dass wir dein ein Auge auf dich hatten? Du in deiner unvollkommenen Hülle. Ja, du hast unser höchstes Interesse geweckt. Du wirst uns begleiten. Alter, der hat einen Blam abgekriegt. Captain! Grüß von der Solarfist, du schmieriger Haufen Instant-Materie. Was ist? Haltet deine göttlichen Kräfte nicht mal eine kleine Explosion aus? Wie kannst du es wagen? Das ist absurd! Der Captain aller Captains rettet mich. Hör zu, Dan. Du musst das Schiff verlassen. Sofort! Carla, bring sie unverzüglich zum Teleporter und gib mir Bescheid, sobald sie das Schiff verlassen hat. Ich werde dafür sorgen, dass keine Spuren von Crossworlds auf diesem Schiff zurückbleiben. Alles klar, Captain. Mir nach, Lea. Ich würde jetzt gerne den Kampf sehen, aber... Oh. Aber, unser Vorhaben ist noch längst nicht abgeschlossen. Du kannst dich unserem Willen nicht entziehen. Den werden wir wohl so schnell nicht los. Lea, das sind hochstufige Gegner. Lass dich nicht auf einen Kampf ein. Lauf direkt zum Teleporter. Okay. Wir spüren deine Furcht und jeden deiner Schritte. Du kannst uns nicht entkommen. Ah, ja. Uah, Alter, die haben mich schon... Uah. Okay. Ich bin tot. Alter! Halt! Das wirst du schön bleiben lassen. Spring über den Container. Achso, ich soll über den Container springen, ja. Das macht total Sinn. Boah, ey, die sind mal echt ein bisschen aggro drauf, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Ein Schlag und ich war dood. Wow! Mann! Frag mich, ob getrackt wird, wie viel Leben ich verliere. Oh je. Verdammt, wie sollen wir an dem vorbeikommen? Warte, ich habe eine Idee. Nein! Okay, ich bin tot. Noch nicht? Noch lebe ich? Oh. Da sind wir wieder. Zeit für dich zu verschwinden. Ach komm schon, Süßer. Keine Zeit für feuchte Augen. Siehst du, da sind sie schon. Mach's gut, Lea. Genieß die Zeit in Crossworlds.
dreckiger Haufen Instant-Materie. Hör auf, mein Schiff zu versauen. Das führt zu nichts. Jet, wir haben es geschafft. Aber er hat uns fast erwischt. Unten im Frachtraum sind wahrscheinlich immer noch ein paar Gegner. Du packst also noch mehr Schrott in meinen Frachtraum? So, Bursche, jetzt ist Schluss mit lustig. Männer, aktiviert den Neutralisierer. Du mischst dich in Dinge ein, die nicht zu deinen Belangen gehören. Das ist mein Schiff. Grützbeutel wie du, die Ärger auf meinem Schiff machen, sind ganz oben auf der Liste meiner Belange. Nochmal zum Mitschreiben für dich. Das hier ist nicht der verfluchte Spielplatz. Das war der Neutralisierer. Was zum Teufel sollte das Ganze? Oh, nice. Echt schön, also echt schön, gerade diese Fahrten und wenn man mal so ein bisschen auf dieser ganz klassischen Top-Down-Sicht rauskommt, die sind echt schön gemacht worden. Wir haben es geschafft, Leia. Ich kann immer noch nicht fassen, was gerade auf der MS Solar passiert ist. Jedenfalls befinden wir uns jetzt auf einem offiziellen Spielplatz. Dieses Gebiet ist mit allen nur denkbaren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Dass dieses blaue Individuum hier noch einmal auftaucht, ist also höchst unwahrscheinlich. Lass uns erst einmal mit der Einweisung fortfahren. Also, dies ist Rumble Square, oder um genau zu sein, die Neulingsbrücke. Sie dient als offizielle Einführung zu Crossworlds. Ich habe dich direkt vor der letzten Etappe platziert. Es ist wichtig, dass wir ab hier den offiziellen Weg gehen, um keinen Verdacht zu erregen. Ah, genau, apropos Verdacht. Hör gut zu, Leia. Es ist von äußerster Priorität, dass du wie eine reguläre Spielerin wirkst. Wir müssen unbedingt vermeiden, gemeldet zu werden. Hi? Ah, genau. Mach dir nicht zu viele Sorgen wegen des Problems mit der Sprachsynchronisation. Du bist nicht der erste Spieler mit dieser Problematik. Jedenfalls, sei einfach vorsichtig, in Ordnung? Ja. Okay, zack, wir sind also auf der Neulingsbrücke angekommen. Wir resümieren nochmal ganz kurz, was gerade passiert ist. Irgendein abgespaceter Dalsim mit blauen... Wohl hat eine Rakete... Neutralisierer. Wir sind geflüchtet mit dem Teleporter und sind auf dem Robo Square, also in. Ja, herzlich willkommen zurück zu Crosscode. Heute Abend live. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe gerade eben eine ziemlich gute Zusammenfassung gemacht. Ich werde nun vermeiden, eine weitere Zusammenfassung zu machen, sondern ich bewege mich schnell auf der Neulingsbrücke in Crosscode voran. Denn ich habe im Chat, vielen Dank, lieber Chat, dass ihr da seid, gelesen, ich habe noch ungefähr eine Stunde Zeit und mal gucken. Das Spiel geht wohl erst dann richtig los, wenn man irgendwie hier durch dieses Areal kommt. Und das wäre doch schon mal ganz schön. So. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der dritten Etappe der Neulingsbrücke. Sie haben damit die finale Wartezone erreicht. Hier können Sie eine Pause einlegen und die Aussicht genießen. Sobald Sie bereit sind, betreten Sie den Teleporter am anderen Ende dieses Areals, um den letzten Abschnitt zu betreten. Mhm. Schwab. Achso, ich darf nicht auffallen, ne? Haben schon keinen Grund, ängstlich zu sein. Du weißt, dass ich Höhenangst habe. Das hier ist alles ein Spiel, also besteht keine Gefahr, richtig? Ich weiß, aber es fühlt sich einfach so real an. Gib mir einfach ein paar Minuten, okay? Na gut. Wäre Simon mal so verständnisvoll gewesen mit den Virtual Reality Spinnen, die ich damals erlebt habe. Aber nein. Oh, ein Baum. Oh, hier. Verdammt, ich kann kaum etwas sehen. Du solltest unbedingt einen kleinen Avatar wählen, haben sie gesagt. Das wäre so knuffig, haben sie gesagt. Wirklich großartig. Es geht dir genauso, was? Liebe Seeker, ihr seid dabei, den letzten Abschnitt der Neulingsbrücke zu betreten. Ihr werdet dabei mit einer Vielzahl an Rätseln und Kämpfen konfrontiert werden. Macht euch alles Gelernte aus den vorherigen Abschnitten zunutze. Ihr könnt zudem erwarten, dass eure Fähigkeiten im Laufe dieses Abschnittes noch erweitert werden. Als Belohnung für das Bestehen der Neulingsbrücke wird euch der Zutritt zum Festland gewährt. Alles klar. Oh oh, ey! Hallo, ich hab dich nicht gesehen. Hi. Bonjour. Du bist auch neu hier? Aber ich habe dich hier oben noch nie gar nicht gesehen. Oh, heißt das, dass du mich eingeholt hast? Na sowas, du musst die Einführung sehr schnell erledigt haben. Aber ich habe den Dreh jetzt auch raus. Du wirst mich in diesem letzten Abschnitt nicht besiegen. No, wir treffen uns dann am Ende. Ich werde auf dich warten. Scheinbar muss ich einen französischen Akzent aufnehmen. Au revoir. Sie will sich sofort mit jedem investen, was? Ja, gehe ich rein jetzt, ne?
Rookie Dungeon 3. Genau. Texas, das wird hier aufgenommen. Das wird dann auf unserem Kanal hochgeladen. 40, 50 Stunden. Welcome. Ah, Sie haben ein Willkommensschild aufgehängt. Sehr gastfreundlich. Suchst du nach dem Rotschopf von eben? Nun, ich fürchte, du wirst sie hier nicht finden. Du musst wissen, jeder Spieler wird in eine separate Instanz dieser Räume gebracht. Du hast eine Menge Rätsel vor dir. Du würdest dort wirklich keinen anderen Spieler um dich herum haben wollen. Also geht es jetzt wohl darum, wer für sich allein am schnellsten ist, richtig? Oh. Dann mach ich mal, wa? In Ordnung, Lea. Ich werde jetzt für ein paar Minuten abwesend sein. Ich werde Jet und Carla kontaktieren und versuchen, Informationen über das blaue Individuum einzuholen. Ich bin mir sicher, dass es... Hi. Ich muss wirklich im Vokabular arbeiten. Ja, genau. So, also hier, da kann ich nicht hochschießen. No. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Schwab, schwab, schwab. Schnell, ratzap. Gespannt, wie knifflig das Ganze hier wird. Was ist das? Okay, da muss ich... Da kann ich nichts machen. Okay. Muss ich alle treffen wahrscheinlich. Da oben muss ich was treffen und hier unten. Und dann das Ding geht hoch, oder was? Kann ich das hier irgendwie anders aktivieren? Nee, also muss ich irgendwie nach oben kommen. Da, da, da. Wo muss ich von hier eigentlich schießen? Ah, verstanden. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. So. Und jetzt hier. Snap, snap. Yes. Das dauert mir zu lange. Ich muss doch in den Nahkampf gehen. Nahkampf hat mehr Wämsen hier. Blotzen! So. Das für ein Rätsel. Das war kein Rätsel. Wow! Was habe ich jetzt? Was kriege ich jetzt? Loot? Looty Loot? Ringmenü aktiviert. Drücke und halte Left Break, um das Ringmenü zu öffnen. Benutze Items, öffne die Karte, untersuche die Umgebung. Nice. Oh, was ist das? Ich will das. Grüner Blatttee mal 2 und Sandwich mal 3. So. Okay, da oben. Max HP 209, Angriff 21, Verteidigung 21 und fuck! Was ist denn fuck? Was ist... Na gut. Okay, das ist so viel. Stempel setzen, Weltkarte. Oh! Ist das die komplette Welt, wo man langlaufen muss? Naja. Ich mach mal weiter. Nächste Ebene. Ach so, Fokus. Ja. Ja. Flunch. Fertig. So, oben, unten ist frei. Kann ich hier hoch? Nope. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier hin. Gibt's hier Gegner? So, muss aufpassen. Schwung. Bing. Ach, come on. Ach, sweet. Doch, das macht Spaß. Also, wer jetzt wirklich die alten Link to the Past RPGs gespielt hat, wobei die ja gar nicht so
vorsichtig, was ich sage, aber... Ah, ihr habt nicht aufgepasst! Achso, ich kann hier gar... Oh nein, es bringt gar nichts. Oh, sag mir das doch. Ah, verstanden. Also hier drauf, zack. Das war schlecht. So, einmal hier vorbei. Ich gedacht, da könnte man drauf. Konnte man scheinbar nicht. So, da hinten muss ich rüber, oder was? Och Mann. So. Das ist da. Das, da muss ich. Und da kann ich dann aufspringen, oder was? Jetzt wieder hoch. Ah, okay. Ja, ein bisschen schwierig zu sehen ist es schon. Ah, jetzt geht's. Okay. Also was ich jetzt schon mal zusammenfassen kann, steuert sich absolut butterweich, funktioniert auch wunderbar. Setting mag ich, ein echtes, also in Anführungsstrichen echtes Kampfsystem ist da scheinbar auch drin. Items sollen wohl dazu kommen, man kann blocken. Der eine Bossfight gegen diese komische Mechanical Krabbe, die war schon vernünftig. Ah, ich bin gespannt, ey, was Crosscode noch so drauf hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig gelesen habe, aber im Chat standen gerade irgendwas mit 40 bis 50 Stunden. Also das wäre krass, wenn der Content auf 40, 50 Stunden gesetzt ist. So, erstes Ziel ist durch, okay. Und jetzt muss ich noch in die südliche Tür rein. So, Schwank. So, kann ich hier irgendwie hier so... So. So. Ach so, nee, das war... Ah, verstanden, okay. So. So. Swap, 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 swap. Da muss man einfach nur ein bisschen nachdenken, ne? Aber das war ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Ups. Ah, okay. Bleiben wir stehen. Nice. Das funktioniert tatsächlich ganz fresh. So, jetzt bin ich hier durch. Jetzt muss ich wieder Gebämsel machen wahrscheinlich. Aber on. Aua, 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 aua. Tanze um euch herum. Wahrscheinlich ist es nicht so schlau, weil die hier so Feuerbälle verschießen. Na gut, dann nicht. Dann einfach so. Einmal noch hier. Wow, oh nein. Oh. Zack. Oh. Okay, dann muss ich den jetzt hier so hoch machen, dann kann ich ihn abballern. Schön, einen nach dem anderen. Zack. So, fertig. Da bin ich wieder. Hi, Grüße von Jet und Carla. Auf der MS Solar ist alles wie beim Alten. Vom blauen Individuum fehlt jede Spur. Ich habe auch versucht, etwas über ihn in Erfahrung zu bringen, aber ohne Erfolg. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass er keine Verbindung zum offiziellen Spiel hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein regulärer Spieler Crossworlds verlässt, um derart herumzuwüten, um einen Avatar zu entführen. Irgendetwas Seltsames geht vor sich. Und vergessen wir nicht, dass er dich erkannt hat. Dein Gedächtnis könnte darauf vielleicht einige Antworten geben. Sollt uns darüber aber jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Lasst uns stattdessen wieder unseren eigentlichen Aufgaben hier widmen. Crossworlds. Wie ich sehe, hast du bereits einige Fortschritte gemacht. Also dann, vorwärts. Ja, ja, vorwärts. Was? Was? What? Die Musik könnte glatt aus PSO, also Phantasy Star Online stammen. Ah, sehr gut. What?
Was ist passiert? Drücke B, um das Charaktermenü zu öffnen. Okay. Prüfe dein Inventar und wähle dein Item-Favoriten. Lege Ausrüstung, um dich für Kämpfer auszurüsten. Boah, Loot, Loot, ein Rekrutenhut. Was ist das? Rekrutenklinge, geil. Rekrutenstiefel, geil. Und Rekrutengürtel, okay. So, ausrüsten. Zack, zack. Okay. Zack, nichts. Rekrutenstiefel. Hab ich getan. Nichts. Rekrutengürtel. Okay. Hab ich hier was? Rekrutenklinge. Und Rekrutenhut. Was habe ich? Sandwich, grüner Blatttee. Das ist alles wurscht. Rekrutenklinge. Okay. Spannend! Oh, ja, genau, ey. Alle einfach mal das Maul halten jetzt hier. Blatt, blott, blatt. Flott. Yeah. Ah, jetzt gibt's XP oder was? Tatsache. Sport, 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 Sport. Aua. So, zack, weg und XP bitte. Dennis Akbude schreibt, Musik war inspiriert von ganz vielen Sachen. Und so wie ich das gelesen habe auf der Webseite, war der Kollege auch unter anderem zuständig für die Mucke. Nuknak fragt, wie es kommt, dass ich jetzt wieder so viel live zocke. Ich habe mir im Urlaub ein paar Gedanken gemacht und ich weiß es nicht. Also irgendwie verändert sich gerade wieder ganz viel. Ja. Naja, so, ich dachte, dass du an diesem, boah, wahrscheinlich haben sie, boah, nicht aufgepasst. So. So. Rätsel, das ist irgendwie strange. Ah, verstanden. Die ändern hier? Nee. Das heißt, ich muss... Das ist ja gemein jetzt hier, dann muss ich das so machen. Verstanden. So, nachdenken. Das prallt. Ah, ich bin runtergefallen. Ach, Mann, ey. So. Das geht doch runter bestimmt, oder? So, jetzt bewegen die sich. Jetzt sind die fest. Snap, fertig. Fertig. Ah, da muss man ja echt mal aufpassen, ne? Da kann man schwer reden. Oh, hier, wie bei Star Wars. Kommt jetzt Darth Maul oder was? Ach, da ist er hier. Ein Doppelschuss, ne? Ein Doppelschuss am Start. Aua und schön getroffen. Aua! Wie gut das ist, dass er die Deckung hier auch abballert. Seht ihr das? Das finde ich lustig. Super. Ja, hör mal auf jetzt! Nein, ich hab's selber. Ah! Oh. Aua, aua, aua! Finde ich ganz lustig hier gerade. Gute Idee mit dem simpel, aber funktioniert super. Ja,
Der hat ein Schild. Eieiei. Oh, das hat knapp. Genau, ihr seht da hinten, jetzt hat er das Schild auch down. Dann kann man ihn viel besser treffen. Super Schild, so zap. Und schön hinten in den Po rein. Bam, 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 bam. Hör auf jetzt. Auf jetzt. So ein widerspenstiger Roboter, der man einfach. Wie heißt denn diese lustigen Sparboxen noch mit dieser Tatze, die immer wieder die Klappe zumacht und das Geld irgendwie wegholt? Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Junge, drauf! He! Kein Problem. Schnapp, schnapp. Schaplom. Ich hätte gerne all den Loot. Schießt ihr den Spiegel? Wo war denn da ein Spiegel? Spiegel verpeilt? Guck mal, ich habe jetzt inzwischen 26 Fork. Wo ist denn da ein Spiegel? Hier? Ah, von hinten! Ah, naja, ist egal. So ist es. Ohne Reflexion besiegt. War das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Bereit für ein großes Upgrade? Hä? Ab jetzt bist du ein Avatar-Spinne. Ne? Circuit aktiviert. Was heißt Circuit? Wow! Was geht? Erhöht den Schaden, den du mit Angriff mit außer aktiviere Circuits mit Circuit-Punkten, die du beim Aufleveln erhältst. Alles klar. Kreissäge. Baba. Fängt die Gegner an, Kreissäge, Kraft, Langriff, Mitgesänge. Manche Fähigkeiten schalten Kampfkünste frei, die im Kampf genutzt werden können. Du kannst jederzeit zwischen Fähigkeitszweigen wechseln, ohne CP zu verbrauchen. Das ist geil. Okay. Du verfügst jetzt über Spezialpunkte SP, welche für Kampfkünste benötigt werden. Ja, wie jetzt? Aber Circuits. Also warte mal, sehe ich das richtig, dass man hier auch noch zwischen vier großen anderen wählen kann, oder was? Hier, da, so, da und da? Oder wie? Weiß ich nicht. Also, Angriff, fuck! Verteidigung, und das ist Max HP. Dann gehe ich natürlich voll auf Angriff, ey. Aktivieren. Ja, ja, klar. Bam. Nee, habe ich noch keinen aktiviert, okay. Kreissäge, Spindance, weitere Gegner, um viele Gegner zu treffen. Kreissäge mit geringer Reichweite. Aktivieren. Hab ich keinen. Doch, einen habe ich denn noch. Ist aktiviert. Ah, okay, ist aktiviert. Zwei CPs. Okay, verstanden. Das ist ja geil, okay, man kann. Jetzt habe ich die Kreissäge gewählt. Das kostet 2 CP, auch 2. Dann kann ich jetzt einen anderen Branch machen. Kein Schnelleffekt, Status, Verteidigung oder Max HP. Dann mache ich mal hier auf. Was ist das denn hier für ein Bullet Drain. Im engen Radius ist der mächtigste Schuss, welches Gegner durchdringt. Das möchte ich aktivieren. Okay. Kein Geld mehr ausgegeben. Snap. Nahkampfkünste. Lerne, wie man Nahkampfkünste im Kampf einsetzt. Soll ich das machen? Ja, komm, mach ich mal. Drücke und halte, um den Angriff aufzuladen. Möchte mal aufladen, ändern, lasse mir los und aufpassen. Okay. Nein. Okay. Okay, oben gibt es einen kleinen Cooldown, wie ihr seht. Und die Kreissäge ist jetzt nicht so. Sah jetzt nicht so geil aus, oder? Versuch's nochmal. Ah, okay, den will ich. Okay, habt ihr gesehen. So, Glass Cannon Booty. Was? Wie Glass Cannon Booty? What? Nee, warte bitte eine Sekunde. Ich habe selbst auch noch ein kleines Upgrade für dich. Mir ist endlich gelungen, dein Vokabular um ein zusätzliches Wort zu erweitern. Naja, du weißt, wie es läuft. Von mir gibt es keine Glitzereffekte. Nur das Upgrade. Hier kommt es. Neues Wort. Lea. Eingebunden. Lea? Ich denke, du wirst es brauchen, weil du dich sonst anderen gegenüber nicht vorstellen kannst. Ist dieses Glas halb voll, oder? Lea? Hi. Hi, Lea. Lea gut.
Schau mich bitte nicht so an. Ich weiß, dass es lange dauert, dieses Wort hinzuzufügen. Es ist wirklich ein sehr komplexer Prozess. Ich muss dein Gedankenkontrollmodell manuell bearbeiten, und im Grunde statistisch generierten Code per Hand zu modifizieren. Ja, es ist sehr technisch. Diese Technologie, um Avatare zu steuern, ist, naja, kompliziert. Und das ist noch eine Untertreibung. Jedenfalls ist das zweite Wort jetzt fertig. Ich werde sofort mit dem nächsten beginnen. Lea! Was sind die drei wichtigsten Wörter? Also wirklich, wenn man jetzt selber ein Avatar ist, was wären eigentlich die wichtigsten Wörter? Also ich sag meinen Kindern tatsächlich irgendwie, Hallo, Danke und Bitte sind eigentlich die wichtigsten Wörter. Aber Essen, Trinken. Okay, alles klar. Essen, Trinken. Aua. Naja. Noob. Hm? Bier, ja, nein. Hilfe, danke, bitte. Ruhe, Toilette, Essen. Ah, ich sagte doch, ich werde Erster. Hi. Puh. Oh, ja, aber hat doch Spaß gemacht, oder? Der Gegner am Ende hat mich sehr überrascht. Aber doch, ich habe ihn noch nicht einmal vorgestellt. Je m'appelle Emile. Nickname Emilinator. Ja, ziemlich kreativ, nicht wahr? Also, wie ist dein Name? Lea. Lea, freut mich, dich kennenzulernen. Also bereit für Laserbahn? Das ist so Klischee-Französisch, ne? Aber, ach, egal. Ich wünsche mir, wir können in diese Stadt selbst auch gucken, aber auch noch. Wusstest du das nicht? Die Laserbahn bringt dich direkt zu Cross Central. Von dort aus wirst du auf das Festland transportiert. Du wirst Rambo Square erst viel später betreten können. Oh, ich weiß, es nervt. Hey, da drüben! Alter! Warum? Ja, du Blauhaarige, die blauhaarige Pharomancerin. Hi. Vorhin, da bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Sehr verdächtig. Und was sehe ich jetzt? Du hast bereits Level 4. Und das kann nicht sein. Das lässt für mich nur einen Schluss zu. Du, junges Fräulein, hast gecheatet! Was? Mama, halb lang, Monsieur. Wie kannst du dir da so sicher sein? Nur weil du noch auf Level 3 bist, heißt es nicht unmöglich! Kein Spieler in der Geschichte hat diesen Punkt jemals mit Level 4 erreicht. Junges Fräulein, ich muss dir doch sicherlich nicht die Verwerflichkeit eines solchen Verhaltens erklären. Cheaten wird sich auf lange Sicht niemals auszahlen. Hey, ist das alles, was du zu sagen hast? Meine Güte, was geht hier vor sich? Jörn, ich habe diese Cheaterin ertappt. Und jetzt hältst du ihr Vorträge? Ja, bezüglich der Verwerflichkeit ihrer Taten. Ich muss die Stimme wechseln. Wie wäre es mit Nein? Was? Ich werde einfach weitergehen und so tun, als kenne ich dich nicht. Komm schon. Ich muss mich für das Verhalten meines Freundes entschuldigen. Er hält sich manchmal für einen Moderator, was er nicht ist. Kein Problem. Junges Fräulein, dich wie diesmal werde ich dich laufen lassen. Reflektiere deine Untaten. Swash. Und was wäre sein Problem? Ich hoffe, man trifft Spieler wie ihn nicht allzu oft. Egal, lass uns weitergehen. Ich will endlich Rookie Abor erreichen. Du kannst mich begleiten, wenn du magst. Mhm, Trivial, los geht's. Oh, das war knapp. Mir ist gerade fast das Herz stehen geblieben. Das liegt an den extra XP, die du durch den Krabbenboss erhalten hast. Das hätte ich früher bemerken sollen, entschuldige. Okay, hier wird nochmal ein bisschen erklärt. Bitte beachte, dass es auch neue Spielerin nicht sofort erlaubt ist, die Stadt von Rombo Square. Okay, das wissen wir ja. So, dann kannst du mal vorgehen. Nimm einfach eine der Laserbahnen. Okay, so. Also jetzt könnten wir nochmal durchgehen. Opale. Wieso? Was war denn dieses... Habt ihr das gesehen? Dieses rote Ding? Das bin ich aufgefallen, oder was? Naja, ich gehe jetzt einfach mal rüber. Schwarm, Laserbahn! Oh, jemand mag den französischen Akzent. Das war toll. Kann es kaum erwarten, das Westland zu erreichen. Ja, das ist ja viel schneller, ey. So, Cross Central Balkon, Wegpunkt entdeckt. Voilà, la Cross Central. Du kannst von hier aus alle Orte in Cross Worlds erreichen. Aber für uns Neulinge dürfte es im Moment nur ein Ziel geben. Rookie Abor. Liebe Seeker, willkommen in der Cross Central. Dies ist der zentrale Teleportationsknoten von Crossworlds. Von hier aus gibt es eine Schnellverbindung zu allen Wegpunkten auf dem Festland, die ihr bisher freigeschaltet habt. Bitte beachtet, dass es euch neuen Spielern zunächst nur erlaubt ist, nach Rookie Harbor zu reisen. Ihr werdet weitere Orte erschließen, während ihr den Pfad der Ahnen beschreitet. Lalala. Also dieses Ausrufezeichen ist schwierig.
Manchmal sagen Leute beim Vorbeilaufen. Ah, okay. Alter, was geht denn hier ab? Rookie Harbor, okay, hier kommen viele Leute. Das wäre schon ein bisschen geil, wenn das jetzt alles reale Spieler wären, ne? Dann könnten wir einen Mob machen und uns Fackeln besorgen und Rookie Harbor zu einem souveränen Start machen. Aber nein, Crosscode scheint ein Singleplayer-Spiel zu sein. Wer weiß, die Devs sind möglicherweise immer noch im Chat, sowohl im Twitch als auch im YouTube-Chat. Kommt einfach auf rocketbeans.tv in den Superchat, dann habt ihr dann beides. Vielleicht könnt ihr ja fragen, warum es nicht vielleicht sogar ein echtes MMO wird. Weiß man nicht. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Werbung, danach sind wir wieder da. Wir spielen ungefähr bis 10, ganz gemütlich, Crosscode. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob wir das weitermachen sollten oder nicht. So, bis gleich. Guten Tag, wir befinden uns in einem grünen Raum. Möglicherweise bin ich ein Avatar. Mein Name ist Daniel Budimann und ich spiele nicht Crosscode heute am Mittwoch, den 10. Danke sehr. Guten Tag. Das ist schön. Schön, dass ihr so aktiv im Chat oder in den Chats seid, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Man kann sie nicht komplett mergen. Wir haben uns einen eigenen Superchat gebaut, wo wir beides lesen können. Auch ihr könnt das, wenn ihr auf rocketbeans.tv geht. Und dort befinden sich jetzt auch Kollegen von Deck 13 scheinbar, die das ganze Spiel gepublished haben. Der Unterschied von den Game Devs sind, die haben das Spiel gebaut und Publisher bringen das Ganze raus. Und investieren vielleicht auch mal oder ne, schaffen Orga und Facilities oder was auch immer. So, soviel dazu. Ich bin immer noch im Rookie Harbor. Und es gibt keine Mistgabeln hier. Stattdessen sehr viele. Aua! Zutritt verweigert, okay. Okay, hier komme ich überall nicht lang oder was? Da komme ich rein. So, Rookie Harbor, da ist es. Also eine Art Hubstelle und von dort geht's weiter. Ein nettes Zitat im Chat gesehen, was wiederum von, ich kann mich leider nicht mal komplett erinnern, wer das zitiert hatte, aber ich glaube IGN Japan war das wieder, bin mir nicht ganz sicher. Es ist, hat die Vorteile eines MMOs, aber ohne die Nachteile eines MMOs. Nämlich andere Menschen scheinbar. Naja, keine Ahnung. So, Wegpunkte und Teleportation, wie man Wegpunkte zur Schnellreise verwendet. Ich zieh's mir noch mal ganz kurz rein. Hafen teleportet, du kannst dich zu Wegpunkten teleportieren, die du sie im Kartenmenü auswählst. Du kannst auch zur Weltkartenansicht wechseln. Hier kannst du in alle Gebiete reisen, die du bereits besucht hast. Okay, das ist okay. Fantastik, direkt am Meer, auch genau wie sie gesagt haben. Die Stadt müsste gleich da hinten sein. Wie sieht? Ja, jo. Hey, hier drüben. Schau dir die ganzen alten Häuschen hier an. Wie in einer mittelalterlichen Fantasiewelt, ne? Also im Moment warte ich hier auf einen Freund, aber ich habe ihn bisher auch nicht gesehen. Hier sind einfach so viele Menschen. Allerö! Jiraiya ist das, ey. Sag mal, wer musst du da sein? Ja, das musst du sein. Ich sehe, du hast eine Freundin mitgebracht. Harry, das ist Lea. Ich habe sie beim Tutorial getroffen. Hi. Und dieser fiese finsterer Fürst ist der Luca. Auch bekannt als Schneider. Nett, dich kennenzulernen. Ja, hallo. Also, ihr habt endlich das Croissant erreicht. Gefällt es euch soweit? Oui, énormément. Moment, Croissant? Das Festland. Du wirst es verstehen, sobald du die Karte siehst. Jedenfalls seid ihr gerade in Rookie Harbor. Es ist für regelmäßigen Nachschub an Neulingen wie euch bekannt. Es ist ein recht großer Ort, was besagte Neulinge oftmals sehr verwirrt. Also habe ich mir überlegt, euch eine kleine Führung zu geben. Très bien, dann geh mal voran. Naja. Ach so, schreibt man Sacre Bleu. Gut zu wissen. Ja, habe ich auch gedacht. Okay, Info, da ist die Info, sehr, all das Wasser, da möchte man am liebsten direkt reinspringen. Okay. Zuallererst das Infogebäude, auch Info-Hub genannt. Wenn du dein Detailwissen rund um Crossworlds vertiefen willst, bist du hier genau richtig. Kampfkünste, Circuits, alles Stats von A bis Z, was immer du willst. Oh, das ist der Nerd-Treffbuch, richtig? Ja, so nennen es die Leute. Aber um ehrlich zu sein, ist es hilfreich, über das Zeug Bescheid zu wissen. Allerdings nicht zwingend notwendig. Es ist vor allem eine gute Anlaufstelle, falls ihr irgendetwas nicht versteht. Lass uns weitergehen. Übrigens, Emilienator, naja, ich bin Treeblader. Ich zerschneide Zeugs. Dein Ernst? Ja, ich mag es auch. Naja. Treeblader.
Rudi spricht die kleine Französin doch nicht so verraucht. Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich habe immer gedacht, das wäre ein Junge. Okay, nächster Halt, das Stadtzentrum. Oh, das ist dort drüben am Markt. Yep, ihr werdet die meisten der Händler direkt hier in der Nähe finden. Naja, um ehrlich zu sein, sind sie überall verteilt. Diese Händler haben richtig gute Ausrüstung im Angebot. Der Haken, ihr müsst erst alle benötigten Tausch-Items in der Wildnis sammeln. Das kostet Zeit, lohnt sich aber wirklich. Weiter hinten ist ein weiteres wichtiges Gebäude, hier entlang. Das war halt immer an den meisten Spielen der Super Nintendo Generation so traurig, wenn du halt belebte Städte irgendwie simuliert bekommen hast, da war dann halt nie wirklich was los. Die ist schon besser. Seht ihr das Gebäude dort oben? Ja, das ist das Seeker Hub oder Quest Hub. Überraschung, ihr findet dort eine Menge Quests. Genau wie an vielen anderen Orten dieser Stadt oder sonst wo. All diese Quests sind optional, aber die Belohnungen sind die Mühe meistens wert. Hey Lea, kommst du noch mit? Sie ist etwas schüchtern. Aber sie war richtig schnell im Tutorial. Sie hat mich fast geschlagen. Tja, wie sagt man? Stille Wasser kommt tief, was? Uiui. Was ist jetzt mit der Augquest? Sie haben ständig vom Pfad der Ahnen geredet. Oh, richtig, das habe ich fast vergessen. Ihr werdet auf jeden Fall ins Quest-Hub gehen müssen. Dort gibt es eine Einführung, die für alle neue Spieler Pflicht ist. Da wird dann alles weitere erklärt. Ich schlage vor, ihr geht jetzt sofort rein, damit ihr es hinter euch habt. Ich werde einfach hier warten. D'accord, los geht's, Lea. Oder ich kaufe einfach auch direkt was. Chili con carne, nichts essen. Waffen! Ah, hallo, tut mir leid, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Bitte schau später nochmal vorbei, um unsere hochqualitativen Speisen zu genießen. Da, Fighter Fighter. Daikon, Blitzstich und Rabaukenfaust. Ey, die Rabaukenfaust möchte ich hier haben. So. Emily ist eine Frau. Okay, alles klar. Dann muss ich sie französisch-weiblich sprechen. Dankeschön, Michael Hoss. Alle Rekruten sollen sich für die Einführung bitte in das obere Stockwerk begeben. Na gut, dann gehe ich jetzt hoch einfach. Direkt, ohne, einfach direkt Storyline, nicht alles groß rumgucken. Oh, was passiert hier? Mutti, schau dir das an. Ach nee, ich will nicht weiblich sprechen, das ist anstrengend. Willkommen zur Operation Pfadläufer-Rekrut. Diese Einweisung dient als Einführung in die Geschichte dieses Ortes und die Natur unserer Sache. Wir befinden uns auf dem natürlichen Trabanten Shadun. Dieser Ort wurde einst von einer intelligenten Lebensform bevölkert, die wir als Ahnen bezeichnen. Ob schon die Ahnen seit langer Zeit nicht mehr existieren, haben sie doch ein beeindruckendes technologisches Erbe hinterlassen. Den Pfad der Ahnen. Ursprünglich diente er zur Einstufung der sozialen Stellung innerhalb der Kulturen der Ahnen. Es ist ein technisches Wunderwerk, ein hochentwickeltes und selbsterhaltendes System, welches immer noch intakt ist. Nach Ankunft der Menschheit auf Shadun dauerte es nicht lange, bis wir seinen Wert erkannten. So wurde Operation Pfadläufer geboren. Wir haben den Pfad in einer Weise erweitert, dass auch der Mensch ihn beschreiten kann. Und hier beginnt deine Aufgabe, Rekrut. Zusammen mit den anderen Seekern wirst du deine Reise auf dem Pfad der Ahnen beginnen. Dein Weg wird mit Hindernissen gepflastert sein, aber jeder Schritt wird dich unserer Sache näher bringen. Das Geheimnis der Ahnen zu lüften. Deine Hauptaufgabe wird das Sammeln der vier Elemente sein. Hitze, Kälte, Schock und Welle. Beginnend mit Hitze wird dein erstes Ziel das Dorf Bergen sein. Um es zu erreichen, musst du die westliche Barriere von Rookie Harbor passieren. Ich werde dir nun die erste Form überreichen, die das Tor zum Westen öffnet. Grüne Laubform erhalten. Außerdem werde ich dir die Erkenntnisscheibe geben. Dieses Gerät zeichnet dein ganzes Wissen auf, welches du auf deiner Reise sammelst. Das wäre alles. Viel Glück und bleib wachsam. Also wie Zelda. Boah, das war das abgefahren. Auf einmal war ich Schmied in dem Weltall und dieser alte Typ hat mit mir gesprochen. Bei dir auch? Mhm. Wahrscheinlich wollten sie die langweilige Einführung mal etwas aufpeppen, ne? No? Ui, auf zum Veteranen. Lass uns wieder rangehen. Lukas wartet. Wartet. Übrigens, Lea, ich habe mir die Freiheit genommen, ein paar weitere Einträge in deine Enzyklopädie zu schreiben. Zum Beispiel alle bisherigen Ereignisse und die Personen, denen wir begegnet sind. Und natürlich ein paar Einblicke in die Technologie. Was ist? Ich organisiere nur mal gerne. Alles freigeschaltet. Kann ich eigentlich wegdötzeln? Natürlich nicht. So, warte mal, hier ging's doch. Da. Booty ASMR Gaming. ASMR, ja. So, da gibt's doch schon mal ein Ausrufezeichen. Schwarzes Bett, Gebiet, okay, aber der sieht doch
Grüß dich, Seeker. Wie ich sehe, hast du die Einführung zur Operation Fahrtläufer erhalten. Damit bist du noch qualifiziert, deine Fähigkeiten und Seeker bei den 4 Fraktionen einzubringen und sie in ihren Pflichten zu unterstützen. Das ist ja wie bei Destiny! So ähnlich. Das sind Organisationen, die den Fortbestand und Wohlstand der Menschheit durch ihre Expertisen auf verschiedenen Gebieten sichern. Mehr Informationen kannst du am Terminal hinter dir abfragen. Vor Ort solltest du wissen, dass jede Fraktion eine lokale Vertretung in Rookie Harbor hat, wie auch in jeder anderen bewohnten Siedlung. Für ein besseres Verständnis unserer Gesellschaft und deinen Platz in ihr, solltest du dich allen einmal vorstellen. Zu diesem Zweck werde ich dir nun einen offiziellen Auftrag erteilen. Ich bitte dich, ihn anzunehmen. Jede der 4 Fraktionen der Lokale, ja, das war es. Ich besuche das HT-Hauptquartier südwestlich des Marktes, HW-Hauptquartier westlich Ausgang, Seeker Hub und auf dem Markt. Na gut, aller Weltschneider gibt's dann. Angenommen, bam. Okay. Gut, besuche den Repräsentanten jeder Fraktion in Autumn's Rise und stelle dich ihnen vor. 3 davon findest du in ihren Hauptquartieren in der Nähe des Marktes oder des Westeingangs. Ist hier leider nicht zugänglich, aber ihr Botschaft steht draußen vor dem Gebäude. Wenn du alle besuchst, hast, komm zurück, um deine Belohnung abzuholen. Ich glaube, das gucke ich mir jetzt nicht an. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, 15 Minuten. Ob wir uns direkt auf den 40 bis 80 Stunden halten. Ich muss einmal kurz nachgucken im Chat. Hallo, guten Tag. Ich verschwinde kurz, um den Chat hochzuscrollen. Ist das Spiel wirklich... ich lese kurz nach. 40 bis 80 Stunden oder was? Ja, also keine Ahnung. Aha, du bist so schlecht, Paul, ey. Ja, Mann, ey. Ach, Mann. Ich finde das ja lustig. So. Es ist wirklich so lang, ja. Krass. So, dann mache ich jetzt einfach so weiter. Ah, guten Tag, Seeker, sehr erfreut. Mein Name ist Nomsworth und ich bin ein einfacher Vermittler, Angestellter des lokalen Handelsverbandes. Hi. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist ein Mann in meiner Position ständig damit beschäftigt, kleinere und größere Geschäftsverträge abzuschließen. Das heißt, ich kann immer eine Hälfte Hand gebrauchen, der ein paar notwendige Botenaufgaben erledigt, für einen großzügigen Verdienst natürlich. Gerade ja, eben habe ich eine Bestellung von der Kneipe erhalten, die diverse Essenszutaten benötigt. Dazu müssten Rohmaterialien in der Wildnis gesammelt werden, um die benötigten Zutaten hier auf dem Markt einzutauschen und anschließend den Kunden zuzustellen. Eine recht einfache Aufgabe, passend für den Beginn einer lukrativen Partnerschaft, würde ich sagen. Kann ich auf Sie zählen? Goldkäfer. Typisch, einfach alles annehmen. Da sind wir uns einig. Der Kunde benötigt je 2 Früchte und Gemüsekisten und eine Gewürzkiste von edler Qualität. Die können Sie gleich hier auf dem Markt in der Nähe des Springbrunnens besorgen. Zum Handel brauchen Sie aber Rohmaterialien, die Sie von diversen Pflanzen in Autumn's Rise bekommen. Jemand hat sich die Butler-Stimme gewünscht, habe ich mal gemacht, ne? Oh, ich weiß ja. Na, wie war's, Lea? Hattest du Spaß im Weltall? Gut, jetzt solltet ihr eure Aufgabe verstehen. Als Teil von Fahrtläufer und so. Lasst mich jetzt nach Westen gehen! Übrigens, Lea, Spheromancer? Das ist überraschend. Sind ziemlich unbeliebt. Frag mich nicht, wieso. Balance-technisch sind sie völlig in Ordnung. Was ist mit Pentafists? Die sind großartig, stimmt? Yep, und ich kann mir dich in keiner anderen Klasse vorstellen. Pentafists! Also, 5 Fäuste! Penta! Pff. Oder was? So, guck mal, jetzt sind die beiden abgedödelt. Jetzt kann ich alle Quests annehmen, weil das ist mein Spielstil. Hallo, junges Fräulein. Kann ich dich für ein kühlendes, köstliches Eis begeistern? Ha, Eiscreme Eddy. Hier, da steht's. Da, warte. Da. Was habt ihr da? Ach, Paul. Naja, das Eis ist im Moment leider alle. Aber wenn du mir etwas frisches Eis vom Bergentrail bringst, könnte ich schnell ein neues Eiscreme herstellen. Also könntest du mir etwas Bergeneis bringen? 5 Portionen sollten reichen. Ja, Eis ist bestimmt mega geil. Alles annehmen! Ja, Schneegebiete, einfach Westen, bis du die Berge erreichst. Ich nehme alles mit jedem Quest. Wo seid ihr? Wo sind wir gelandet? Im Mittelalter? Hier, auch ein Quest. Wenn du Wasser in den Brunnen gießt, wird es zum Brunnen.
Erstmal nachdenken. Wenn du Wasser in den Brunnen gießt, wird es zum Brunnen. Sei Wasser, mein Freund. Be like water, my friend. Ist das Bruce Lee? Aber das mit dem Brunnen ist kein echtes Bruce Lee-Zitat, ne? Oder? Oder bin ich jetzt... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, hier ist doch all dieser Trubel in der Stadt. Hab ich hier... Ich habe natürlich auch überhaupt nicht aufgepasst, wo wir irgendwie hin müssen. Guten Tag, haben Sie Sandwiches? Klar, für nur 2500 Credits. Soll ich sie einpacken? 2500 Credits? Ich muss gehen! Warum rennen die immer weg? Meine Waren sind doch erst gleich. Nicht wahr? Mach schnell, ich mach gleich zu, ich will Kneipe. Kaufen. Das kostet halt wirklich 2500. Wahrscheinlich muss man da wirklich mal kaufen, dann kriegt man irgendwie einen super Buff oder sowas. If you put water in a cup, it becomes the cup. Dankeschön. Das, ja. We like water. So, es war doch irgendwas, also Westen ist ja, ich laufe ja Richtung Osten, ist ja sehr dumm. Aber war das nicht irgendwo hier? Ei, da ist Loot. I saw some Loot. War das nicht so, dass um den Markt herum auch Leute waren? Aber wie komme ich jetzt zum Loot dahin? Da oben. Wie komme ich denn dahin? Also, wie mache ich denn das jetzt am besten für euch, damit es einigermaßen erträglich wird? Dieses Spielen hier. Oh, da muss ich jetzt irgendwie hochspringen oder was? Oh Mann, ey, man kann mich doch nicht locken mit so ein bisschen Loot da um die Ecke und dann komme ich da nicht ran. Oh, hier. Lustig, Sticker, ich muss den Markt im Auge behalten, Bürger zwischen uns. Bitte entschuldige mich. Mhm. Also irgendwo hier um die Ecke. Da, guck mal, da ist eine shady Person. Seht ihr die links in der Ecke? Was ist mit dieser shady Person los? Den Loot muss man sich in diesem Spiel echt hart verdienen, lese ich gerade. Wie komme ich da hin? Das macht mich schon wieder kirre, ey. Hier? Ist hier ein Geheimgang? Nein? Frag den Chat. Also. Hab die Kiste. Am besten zur Map im Westen. Status. Da. So. Nicht doof, wie komme ich denn nochmal zur Map? Was? Naja. Achso, ja genau, über das Quick-Menü. Ich laufe jetzt einfach weiter. Zum Schluss haben wir hier in dem westlichen Teil der Stadt. In diesem Laden hier könnt ihr Verbrauchsgegenstände kaufen. Am Ende dieses Weges findet ihr ein Arsenal mit einfacher Ausrüstung. Und wenn ihr von hier aus weiter nach Westen geht, werdet ihr Autumn's Rise erreichen. Dort werdet ihr einige Gegner finden. Passt auf, dass ihr euch nicht mit zu vielen Igeln auf einmal anlegt. Igeln. Reicht. Sonst werden diese Viecher euch zum Frühstück verspeisen. Jedenfalls folgt einfach diesem Weg, um nach Bergen zu kommen. Übrigens, wollt ihr beide eine Party erstellen? Ui, das wäre großartig, oder Lea? Ui. Und du, Lukas? Willst du uns auch begleiten? Ich muss leider wieder los. Jetzt schon? Glaub mir, es macht keinen großen Spaß, mit hochleveligen Freunden zu reisen. Es sei denn, ihr pfeift auf die Herausforderung. Du könntest uns zuschauen, wie wir diese Igel vermöbeln. Yep, das würde richtig Spaß machen, was? Aber mal im Ernst, ich muss zurück zur Gilde. Dort ist momentan einfach zu viel los. Wenn ich zu lange weg bin, ist die Kacke da richtig am Dampfen. Ich verstehe, Monsieur, es ist so wichtig für uns Neulinge. Ach, komm schon, jetzt sei nicht so. Ihr könnt einen Direktlink öffnen, wenn ihr etwas braucht, richtig? Wir können uns wieder treffen, sobald ihr das Dorf Bergen erreicht habt. Komm schon, Lea, lass uns ein wenig aufleveln, bis wir die Aufmerksamkeit des finsteren Fürsten würdig sind. Ah, Junge. Man sieht sich, Emilie. Und dich auch, Lea. Emilie. Emilie? Emilie. Hi. Hä? Na gut. Ciao, ciao. Er dematerialisierte sich! Okay, Party Time, also, wo ist diese Option? Aui. Voilà, wir haben eine Party erstellt. Also dann auf nach Autumn's Rise. Oder vielleicht sollten wir in dieser Stadt noch ein paar Quests sammeln. Ich überlasse es dir, Lea. Das ist so aufregend.
Lerne für Partymitglieder das Partystrategien kennen. Lass mir der Status deiner Partymitglieder ist klar. Du kannst das Verhalten deiner Partymitglieder im Menü Partystrategie anpassen. Geil. Partymenü ist jetzt freigeschaltet. Hier siehst du die Stats deiner Partymitglieder im Detail. Geil. Auch geil. Wiederholen? Nein. Okay, aber es ist echt super geil. Selbstständig. Fokussiert Gegner selbstständig. Fokussiert deinen Gegner. Fokussiert andere Gegner. Machen wir so. Verhalten offensiv. Ja, Kampfkünste. Verwenden Kampfkünste so oft wie möglich. Ja, das ist alles gut. Okay, cool. Ja, dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen schnetzeln. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit tatsächlich. Guck mal. Oh. Das ist freigeschaltet. Gibt es ja Loot. Ein Offline-MMO muss auch mal was Schönes, schreibt Unskilled, ja. Wie man den Kampflevel erhöht, um mehr Items zu Gegnern zu bekommen. Der Kampflevel wird während des Kampfes in der rechten oberen Ecke gezeigt. Durch das Besiegen von Gegnern erhöht sich dein Kampflevel. Mit einem höheren Kampflevel werden Gegner mehr Items freilassen, darunter auch seltene Items. Wenn du nicht im Kampf bist, beginnt die Cooldown-Phase. Die blaue Linie verschwindet, ist der Kampf vorbei. Verlierst du dein Kampflevel. Okay, wenn du dich aber wieder in den Kampf stürzt, solange der Cooldown noch läuft, behältst du deinen Kampflevel. Nein, nicht wiederholen. Okay. Das Maul, Junge. So, wo ist ein Gegner? Wo ist ein Gegner? Komm her! Der Gegner! Oh, schade. War noch nicht so weit. Hi, ich grüße Sie, Frau Sika. Schön, Sie hier auf Shadoon zu sehen. Als bescheidener Teil unserer aller Bestreben hier versuche ich mein Bestes, den Seekern zu helfen. Leider sind meine Fähigkeiten noch nicht auf demselben Level wie Ihre. Dürfte ich Sie höflich darum bitten, mir etwas auszuhelfen, werter Seeker? Besiege Eagle. Ja, annehmen. Hervorragend. Kommen Sie nochmal wieder, wenn Sie die Eagle besiegt haben. Weg zum Bergen. Was ist denn dieses? Das leuchtet so schön. Na gut, ich glaube, ich muss einfach Eagle besiegen hier. Ah, 5 Sandwiches, ey. Lecker. Ja. Ja. Oh. Also das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Hier seht ihr das hier? Guck mal. Hier kann ich rüber und jetzt wollte ich einfach nur links rüberspringen, aber das ist höher. Das Areal ist höher. Und deswegen kann ich da nicht hinspringen. Naja. Okay, es war vollkommen unnötig, meine super Special Power hier einzulösen. Gibt's noch mehr Eagle? Alles weg, looten, alles Brei hauen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Weiter geht's. Gerade wieder die Frage sind, gibt es das für die Switch? So wie ich das verstanden habe. Oh, was ist das denn für ein süßes Ding? Sind das Eagle? Nein, da sind Eagle. Den will ich nicht platt hauen. Da ist endlich alles bereit. Nun brauche ich nur noch jemanden, der mir hilft. So ein Zufall. Ja, aber was? Ich will dir doch helfen, Dude. Ah, hallo Seeker. Hi. Was für ein Glück, dass ich meine Vorbereitung gerade abgeschlossen habe. Und sogar die Hilfe von Seeker, die ich gesucht habe. Lieber Seeker, ich brauche dringend deine Hilfe. Ja, ja. Du bist noch da? Der ist auch verwirrt. Das ist unerwartet, muss ich sagen. Leute ignorieren mich meistens. Ich niemand, dass du mir helfen willst? Doch, klar. Wirklich? Ausgezeichnet. Gut, ich stelle mich kurz vor. Henry ist mein Name. Henry, der Forscher. Ich studiere die Flora und Fauna beim Mond. Wie ist dein Name? Lea. Ein schöner Name, wirklich. Ich werde ihn mir merken. Du musst wissen, ich sammle Daten über Autumn Rise, aber es scheint, als könnte ich nicht alle Daten alleine sammeln, die ich brauche. Der Pfad der Ahnen erlaubt es nur Seekern, bestimmte Dinge zu finden. Ich habe eine Liste zusammengestellt mit Sachen, die ich brauche. Zunächst brauche ich einige Items und Informationen über die lokale Tierwelt. Außerdem brauche ich eine Liste mit allen Wegpunkten in diesem Gebiet. Und ich brauche noch die Daten einer Sonde, die ich installiert habe. Ich wäre geehrt, wenn... Oh, das ist sehr anstrengend zu lesen so. Ich nehme alles an. Egal. Ja, Herbstblätter. Saisonäpfel. Igel. Alles rein. Angenommen, Junge. Alter, will aber echt viel, ey. So. Weiter.
So, sieht gut aus. So. Reden und zocken gleichzeitig immer schwierig. Da sind eine Menge Igel, die will ich alle zermöbeln. Sobald man gerade irgendwas Tolles herausgefunden hat oder irgendwie einen Gedanken hat, wird man sofort abgelenkt. Oh nee! Ich war doch gerade noch auf Fighten. Oh. Ey, den kennen wahrscheinlich. Feuerwehrmann Sam. Ist etwas, was in mein Leben getreten ist, weil ich zwei kleine Kinder habe. Der Typ erinnert mich an einen Charakter bei Feuerwehrmann Sam, den ich hasse. Abgrundtief hasse ihn und seine Scheißmutter in den Hörbüchern des Todes. Naja. Ah gut, ich sehe, dein Level ist ähnlich, endlich im annehmbaren Rahmen. Als ob das deinem Level einen Unterschied gemacht hätte. Aber deine vorherigen Schandtaten sind nicht zu vergessen. Der Cheater zu sein ist schon schlimm genug. Immer ins Fan-Romancer mit so einem unehrlich verhaltenen Seelen-Spätzmann-Hit. Och, halt Maul. Ich kann das Spiel mit dir nicht durchgehen lassen, sondern um weiter zu schädigen. Moment, du bist aus Fan-Romancer. Siehst du nicht auffallen? Purpurnes Outfit? Pardon, ich dachte, du wärst ein Treeblader mit all dem Grün und dem spitzen Haar und der Scheiße im Gesicht. Und offensichtlich geht Mode und dann. Ach ja. Ah, egal, ich rede mit dir, blaue Halge. Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Moment, was? Komm schon, wir haben gerade erst angefangen zu spielen. Natürlich werden wir das hier nicht hier und jetzt tun. Lass uns ein Duell am Eingang vom Bergen-Trail austragen. Ich werde dich nicht gut auf die Probe stellen und sehen, dass du die Kleinunlade betonen willst. Echt jetzt? Nimmst du die Herausforderung an? Lea nickt. Gut, ich werde auf dich warten. Und auch ich werde auf diesen kleinen, grünen, komischen Mann warten, denn unsere Zeit für heute ist abgelaufen. Wir befinden uns kurz vor 22 Uhr. Und wir haben knapp zwei Stunden mit Crosscode verbracht. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht bisher. Erster Eindruck nach zwei Stunden Spielen ist sehr sympathisches, sehr gutes. Es ist kein Retro-Spiel, es ist einfach ein sehr schönes Spiel bisher. Gute Texte, eine gute, weiche Einführung in ein Setting. Man spielt einen Avatar. Was mich wirklich flasht, ist der Kampf. Man merkt, dass der jetzt schon auch fordern will. Ich bin sehr gespannt darauf, ob die RPG-Elemente wirklich einen Benefit bringen. Ich finde es tatsächlich gerade ganz angenehm, den Anschein eines MMOs zu haben, aber tatsächlich nicht diesen Druck irgendwie, du musst jetzt immer weitermachen, sondern es fühlt sich alles so easy peasy an. Mal gucken. Ich lese auch gerade im Chat, viele Leute wollen, dass wir es weiterspielen, dass ich es weiterspiele. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das aber auch in einem anderen, kleineren Kontext, nicht immer live, sondern vielleicht produziere ich das einfach von zu Hause weiter, damit wir vorankommen, weil das ist natürlich etwas, was jetzt Zeit frisst, ne? Also, ich bedanke mich für alle Leute, die dabei waren. Vielen Dank auch an die Kollegen von Deck 13, die scheinbar im Chat waren. Das sind die Publisher. Und vielen Dank an die Radical Fish Games Leute, die ebenfalls scheinbar im Chat dabei waren. Im YouTube als auch im Twitch-Chat. Mega geil. Mir hat Spaß gemacht. Mehr Informationen zu Crosscode gibt es natürlich im Netz. Das Ganze kostet 19,99 €. Soweit ich weiß, ist gerade frisch draußen. Haben recht viele positive Reviews bekommen. Und ich mache noch kein Review. Ich habe erst zwei Stunden gespielt. Studenten aus Hannover haben das mal scheinbar gebaut. Ein Spiel, was 40 bis 80 Stunden scheinbar geht. Je nach Spielstil. Krass. Und ich beende dieses kleine, nette, kleine Let's Play vielleicht noch einmal mit Emilie. Der Emilienator. Denn sie schreibt im Ingame, falls man das überhaupt noch sehen kann. Nee, kann man nicht mehr, ne?